News der Woche Nr. 39 mit den Themen Weltkind- und Jugendtag entführt. Was ist eigentlich bei der App Nora aktuell das Problem? Und wie sieht es aktuell weiterhin bei mir aus? Umbaumaßnahmen und Co. Am Samstag war da mal wieder der Weltkindertag entführt, aber ich war zum zweiten Mal der Weltkind- und Jugendtag. Ich habe Videos aufgenommen, ich habe das zeitlich leider nicht geschafft, euch in ein Video zu verpacken. Es waren wieder sehr viele Personen innen vor Ort und haben die Veranstaltung angeschaut und die Veranstalter der Stadtjugendring und die Stadt Fürth waren damit auch sehr zufrieden. Ja, über 3000 BesucherInnen waren circa vor Ort und ich wurde auch ein bisschen Werbung für die Wahlen auch schon gemacht, aber nicht so, dass er übertrieben wird, sondern eigentlich nur informiert wird, den Jugendlichen. Und das war wieder ein schönes Event für alle. Aktuell läuft die Nora-App, die Notruf-App, wird aktuell seit 2 Jahren hin und wieder Missbrauch von verschiedenen Menschen für PolitikerInnen und Co. Ich werde einfach Fake-Notrufe abgesehen, die keine sind. Und es wird jetzt überarbeitet. Da heißt er in Zukunft, die App ist jetzt erstmal down. Keiner kann sie mehr herunterladen. Daher, dass man die erstmal nicht mehr downloaden kann und in Zukunft, sobald er überarbeitet ist, kann man die sich wieder herunterladen und mit besseren Qualitäten und Sicherungen freuen. Ja, aktuell sind Umbaumaßnahmen bei mir. Deswegen wundert euch nicht, wenn teilweise immer noch keine ordentliche Video kommen. Ich bin dabei, dass die erstellt werden. Livestreaming wird dann normal kommen. Und nächste Woche auch. Alles andere muss leider noch ein bisschen warten. Aber ich sag mal so, ich hoffe mal, vielleicht so Anfang November wieder an den Start mit Videoproduktionen zu beginnen. Damit wünsche ich euch erstmal eine wunderschöne Woche. Habt eine schöne Woche. Wir sehen uns in der kommenden nächste Woche Video. Tschüss.